Hi, I'm Falco, and watch this. War immer einer der Dünnen. Ja. Und ich denke, dass es an der Zeit ist, das jetzt mal so richtig zu beweisen. If bushes were horses, Evans might ride. Push, push.
Ich war von Anfang an eine Begabung, eben, glaube ich, die deutsche Sprache mit zu Hilfenahme englischer Idioms, die ja eigentlich ja aber auch schon integriert sind in unsere Umgangssprache, so flüssig zu machen, dass sie halt da drauf gehen auf diese Popmusik, weil Popmusik ist nicht unser Kulturgut. Schwarzbraun ist die Haselnuss, ist das eigentlich, oder was weiß ich, Richard Wagner oder Mozart oder sonst was. Nur ich habe also in meiner Kindheit, in meiner Jugend, bin aufgewachsen mit der Musik und ich sehe keinen Grund, sie nicht zu adaptieren für meinen Kulturgebrauch. Was wollen Sie uns sagen mit dem Lied? Kinder, ich erkläre nichts mehr. Ich habe zwar als Künstler Stellung zu beziehen, aber in erster Linie mehr zu mir als zu pausenlosen Analysen meiner Dinge. Mit den Puristen, um sie noch einmal anzusprechen, war ich ja deswegen immer auf dem Kriegsfuß, weil dieser Mann, der klaut ja da rum im Lexikon der Rock'n'Roll-Musik. Na, why not? Ich meine, sollen wir uns zu Tode langweilen oder was sollen wir tun? Es bewahrheitet sich halt eines, ich habe einen zu unnatürlichen, zu schnellen Sprung von den Clubs, von wo ich herkomme, in die Riesenhallen gemacht. Und man muss alles lernen und auch das muss man lernen. Ich habe es damals aus wirtschaftlichen Gründen getan, ich hätte es aus kreativen Gründen nicht tun sollen. Was sich jetzt in den kleineren, an den kleineren Plätzen herausstellt, ist, dass man halt wirklich für den Letzten in der letzten Reihe spielen muss und man muss wirklich sein Publikum in der Hand haben.
Ich kann sein, wie ich will, ich sollte irgendwie echt sein. Ich kann mir nichts aufsetzen, wenn ich verwirrt bin. Und ich bin in Interviews sehr oft verwirrt, weil oft stört mir Lampen und ich bin von einer Minute auf die andere so schlecht drauf oder irgendwie geht da raus. Es ist wie das Wetter. Nicht? Man kann sich zwar zu Interviews, gerade wenn man sich der Öffentlichkeit präsentieren möchte, gewisse Dinge zurechtlegen, aber einem Wahnsinnigen wie mir passiert es oft, dass es dann alles mit einem Wupp weg ist und ich bin sowas von schlecht drauf und sowas von launisch und komme irgendwie rüber wie das Allerletzte. So von wegen, ja, und da ist Wien und da ist das und so. Kann passieren, wird mir auch laufend weiter passieren. Nur tun da die Jahre schon das ihre. Ich glaube, dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe, zu sagen, mit einer generösen Geste all diese Fragen wegzuwischen und zu sagen, ich habe mir gar nichts mehr zu beweisen. Nimmt man keiner an. Wir können schlau reden, wir können Interviews machen, wir können dieses und jenes tun, aber man abspülen tut es ja eigentlich auf der Bühne und die kommen von dort her. Das sind die Bretter, die die Welt bedeuten, eindeutig. Und dort kehrt man hin als Musiker. Dorthin bin ich gegangen, um mich zu finden auch. Ich wollte nie meinem Publikum gegenüber in irgendeiner Form herablassend wirken. Ich bin halt nur ganz einfach Haas irgendwie. We'll be right back.
Das war der Punkt zum Profimusiker. Und ich kann da sagen, ich habe mich dermaßen professionell gefühlt. Es war unfassbar. Auf einmal wurden also Leute, die aus den verschiedensten, die eine war Tänzerin, die andere war Schauspielerin, das war halt der Schlagzeuger und ich war halt der Bassist. Auf einmal wurden wir bezahlt mit ein paar tausend Schilling und ich habe mir gedacht, das gefällt mir irgendwie. So stellen wir das irgendwie vor. Ich habe keine Ahnung, wie das weitergehen wird, aber zumindest so. Sobald die Industrie drauf kam, dass man also, die Industrie und die Verleger, dass man Musik auf Konserve bannen kann, begann das Unheil für die Musiker. Weil vorher haben sie gespielt, da haben sie dann gekriegt, dann ein Geld dafür und so, da haben sie gewusst, irgendwie so, heute gibt es die Copyright-Anstalten, dann gibt es die Verleger, dann gibt es diese Grauzone-Management zwischen Kunst und Kultur und du weißt am Ende gar nicht mehr, bist du jetzt ein Mandel oder bist du ein Weiberl. Es dauert 20 Jahre, bis du es weißt. Weil es legt dich zwar niemand in dem Geschäft, aber es sagt da niemand, wie es wirklich geht. Ich bin nicht im Studio geboren. Ich bin auch nicht in einem Taxi geboren, sondern schon eher in einem Truck mit Anlage. Und ich habe halt mit meinem Live-Konzept ein Problem immer gehabt. Und da wird sich ja weiterhin höchstwahrscheinlich leider nicht viel verändern dran. Ich bin halt der Meinung, dass man dem Live-Publikum keine Informationen vorenthalten sollte, die sie von der Platte her kennen. Und ich habe eine Menge Informationen auf der Platte. Und das ist mit einem Quartett nicht spielbar. Vielleicht muss man die Nummern komplett neu arrangieren für die Bühne oder sowas. Ne? Ich meine, ich mache schon Contemporary Music. Also, sagen wir mal, mit den ganz konventionellen Mitteln der Rockmusik kann ich nicht arbeiten. Es ist zu wenig. Stop!
Alles klar, Herr Kommissar. Der Gig hat ganz normal begonnen, außer dass halt sehr viele Leute waren, war es ein ganz normales, fast cooles Konzert. Wir haben das also nach zwei, drei Nummern, die haben wir so runtergespult, weil, wir also so, weil das schon Routine war. Und dann fing es zum Regnen an. Es hat immer mehr geregnet, man sah die ersten Regenschirme mehr und dann war es ein irrsinniger Wolkenbruch. Und wir haben gemerkt, dass die Leute nicht weggehen. Und das hat uns irgendwie beflügelt, weil es war schon auf der Bühne ein bisschen nass. Wahrscheinlich konnten die Leute gar nicht weggehen, weil sie haben nicht aussehen können. Jedenfalls sind alle geblieben und sind in dieser Megadusche gestanden. Und wir haben also ein irres Gefühl vom Publikum bekommen. Spielt's weiter, der Regen ist uns wurscht. Und wir haben weitergespielt und der Hans sagt bei Vienna Calling mitten in der Nummer, und der Regen macht uns überhaupt nichts aus. Es ist so ein Regensturm gewesen und hinter der Bühne war so ein Gasevorhang und da ist der Regen drauf geklatscht und das ist so ein Sprühregen, das war fast wie so ein Trockeneiseffekt über uns drüber gegangen. Dann war der Stromausfall, ein Blitz ist in die Bühne eingeschlagen. Es war eigentlich lebensgefährlich. Ich bin also von jedem stromführenden Instrument oder Mikrofon habe ich einen Sicherheitsabstand von 30 cm eingehalten. Ich habe nur mehr die Tasten so angegriffen, weil ich also um mein Leben gefürchtet habe. Es sind dann schon durch die Zeltplanen so Tropfen auf meine Keyboards überall gewesen. Ich habe schon gewusst, ja, jetzt wird sie bald irgendwas reinlassen. Und wir haben halt durchgespielt und das ist immer ärger geworden. Und er hat das vorhin genossen. Er ist rausgegangen auf diesen Vorsteig mitten in den Regen und das war schon grandios. Also das Konzert war ein frenetischer Erfolg. Also der Jubel war frenetisch und dann ist die Front-PA ausgefallen. Wir haben nur mehr mit Monitoring gespielt, also wir haben uns zwar selber gehört, aber das Publikum hat uns eigentlich nur mehr gesehen. Und wir haben das nicht gewusst, dass das ausgefallen ist, das die Front-PA, und es ist die letzte Nummerzugabe Helden. Und der Hans kommt zu der Stelle, wo er sagt, und jetzt den Pfiff, der Bernhard pfeift, hurra. Und genau bei der Stelle ist zufälligerweise die PA wieder angesprungen. Und 100.000 Leute schreien mit einem, jetzt den Pfiff, und alle jubeln irrsinnig. Wir sind fast erschrocken, weil das ist so rübergeschwappt. Und nachher hat mir dann der Techniker, der Andi, erzählt, naja, da ist die Anlage wieder gegangen. Ja. Wir erfinden immer neue Spiele, Spiele gibt's zu spielen, viele Quotenspiele sind gebrochen. No Future, extrem angesagt. Also ich habe meinen journalistischen Stil der Recherche, des Reduzierens, des Oberschreibens, der bissigen Ansage, aber musikalisch kann ich mich jedem Stil anpassen. Ich habe einen Reggae drauf, ich habe einen Salsa drauf, ich habe
eine Ballade drauf. Und man kann ja nicht sagen, dass ich in den letzten Jahren nichts probiert hätte. Ich habe ja alles probiert. Warum stürzt man sich, zurückkehrend auf deine Frage, immer wieder aufs Neue in das Abenteuer? Das ist der Thrill. Ich muss ganz einfach scharf sein. So, wie man es eigentlich immer erwartet hat von mir. Sehr, sehr bissig, sehr kritisch und sehr. Auch aber bitteschön mit einer gehörigen Portion Sarkasmus. Weil diese Arroganz, die man mir vielleicht vorwirft, die hat sich eigentlich immer nur auf die Leute bezogen, die mich vermarkten wollten. Also da gehört ihr dazu, da gehört die Industrie natürlich dazu, aber nie mein Publikum. Ich kann nichts anderes. Das ist meine Berufung, mein Talent, mein Inhalt, mein Beruf, meine Profession, meine Begabung. Oder ich werde euch nicht erspart bleiben. Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du mich mit meiner Sehnsucht quälen? Deine Hölle brennt in mir, du bist mein Überlebenselixier. Ich bin zerrissen. Wann kommst du meine Wunden küssen? Hörst du die Stimme, die dir sagt? Into the light, into the light. I give up and close my eyes. Out of the dark. Hörst du die Stimme, die dir sagt? Into the light, into the light. I give up. Ich bin bereit, denn es ist Zeit für unseren Pakt über die Ewigkeit. Du bist schon da, ganz nah, ich kann dich spüren. Lass mich verführen, lass mich entführen. Heute Nacht zum letzten Mal ergeben deiner Macht. Reich mir die Hand, mein Leben, nenn mir den Preis. Ich schenk dir gestern, heute und morgen, dann schließt sich der Kreis. Kein Weg zurück, das weiße Licht kommt näher. Stück für Stück will mich ergeben. Muss ich denn sterben? Es ist auch das Leben, das du führst, verstehst? Du fährst mit eben mit dem Truck, du bist dieses, ein bisschen dieses Zigeunerleben. Das, wenn du jemals das Blut auf der Bühne geleckt hast, wirst du das nie mehr los. Ne? Und das ist ein gutes Leben, wenn man so 2 Monate unterwegs ist mit einer Mannschaft. Ne? Das ist nicht so schlecht. Also ich müsste nicht mit der Mannschaft das ganze Jahr zusammen sein. Ja? Aber so 2-3 Monate im Jahr,
juckt es mich schon sehr unter den Fingernägeln. Es ist ganz einfach fantastisch. Ich glaube, dass man von mir erwartet, dass ich nicht gut bin, aber dass ich echt bin. Und echt im Sinn von, kann er schlecht drauf sein, kann gut drauf sein, wie immer er will. Wie immer er will, kann er drauf sein. Aber er muss, lassen Sie mich mal so sagen, kulturell authentisch. Und das bin ich eigentlich nur in Wien. Deswegen bin ich auch in London. Hey, we're getting into it. Come on, man. Come on, come on, come on. We're getting into it. Let me have a cup of tea. It's, normalerweise arbeite ich um diese Zeit ja noch nie. Es ist 2 Uhr morgens, meine Damen und Herren. Normalerweise fange ich erst 3 an. Aber wir haben jetzt schon unseren Frühstückskaffee. Prost. Red cat sailing, the shore ain't no lady, but why can't you be like the other girls? Don't you remember? Sugar and spice. You're so snotty, more than notchy. I can't let you go your own way. You're so wicked, like a big rat. Have to punish you all night. Your evil pride fills my heart with pain. Must exercise you, 'cause on a rod of gone. You know how to hook, you don't wanna hook. Don't wanna know what I could pass or I've got to do. You sure ain't no lady. Why can't you be like the other girl? Thank you.
Der letzte Ton in einem Konzert ist verklungen und die Leute gehen nach Hause und es ist vorbei. Und es ist wie, als wäre nie was gewesen. Was vielleicht zurückbleibt, ist im besten Fall ein guter Nachgeschmack. Aber das ist halt auch ein bisschen der Frust an den Konzerten. Also es ist dieses, wo mein Vater immer sagte, was machst du Musik? Das ist Schall und Rauch. Und das ist die Wahrheit. Der letzte Ton ist verklungen und es ist vorbei. Alles, was überbleibt, ist sind ein paar Pappkartons, ein paar Pappbecher, ein paar. Es stimmt einen schon auch ein bisschen nachdenklich. The message has to be having a good time, because there's no other way on that world. Ich glaube nicht, dass du und ich oder wir irgendwas verändern werden in dieser Welt. Ich glaube nur, dass wir eine Funktion haben, eine wichtige Funktion, nämlich die zu sagen, kommt zumindest für 3-4 Minuten, während ihr dieses Lied hört, weg aus eurem Alltag und weg aus der Atmosphäre, die vergiftet ist. Und ich glaube, die Atmosphäre auf dieser Welt ist vergiftet. And baby, the sky too has fallen over you. Aber trotzdem, was vorbei ist, ist vorbei. Baby blue. Und vergiss nicht deine High Heels, deine High Heels, deine heißen roten Schuhe, baby blue. I leave you stepping stone behind. There's something that calls for you. Forget that you've left. They will not follow you. Your lover, who has just walked out the door, he has taken all his blankets from the floor. Jesus. Look up, baby, look. The saints are coming through. Yes. Aber was vorbei ist, ist vorbei. Baby blue. Strike another match, go girl. Get start something new, start something new. Aber was vorbei ist, ist vorbei. Baby blue. Still love you. Drink small, please. Ah, shit.